Echinacea purpurea, der Sonnenhut. Worüber machst du dir gerade Sorgen? Wann verlierst du dich in den vielen kleinen Details deiner Sorgen? Und wie kann das passieren, dass plötzlich die Sorgen aller anderen auch auf dein Konto gehen? Im Kernkonflikt von Echinacea steht definitiv die verloren gegangene Ich-Kraft. Aber wie die verloren gegangen ist, da hat man keine Ahnung von. Und die Frage, was war dir eigentlich mal wichtig? Also an diesem Kern dieser Frage, also man lässt diese Frage eigentlich überhaupt gar nicht an sich heran, wenn man sich viel zu schwach fühlt für diese Frage. Ja, man ist beschäftigt und all das, womit man beschäftigt ist, auch dafür ist man schon zu schwach. Ja, willkommen im Echinacea-Konflikt. Jede Frage, die sich in irgendeiner Art und Weise auf das eigene Ich bezieht, die nimmt man überhaupt nicht ernst. Man schafft es wirklich total geschickt, beziehungsweise unbewusst aus Versehen, eben drumherum zu agieren und eigentlich sich mit den Dingen, mit denen man gerade beschäftigt ist, zu beschäftigen. Ob das jetzt Familie, Beruf, Nachbarn, ein verloren gegangenes Paket, völlig egal. Also das können ganz viele kleine Dinge sein, die in diesem Moment auf jeden Fall elementar wichtiger sind und man lässt sich auch da überhaupt nicht auf irgendeine Frage ein, sondern ist in diesen anderen Dingen drin und in denen ist man aber auch nicht irgendwie toll. Ja, sondern dieser Zustand ist wirklich eigentlich, dass man in diesen Dingen, mit denen man beschäftigt ist, noch mal mehr verloren geht. Ja, ich glaube, so beschreibt es das ganz schön. Betrachten wir uns an dieser Stelle aber kurz das Stöffchen, also das Blümchen, die Essenz. Ich denke, Echinacea ist wahrscheinlich viel bekannter als pflanzliches Mittel, als Urtinktur, als Tröpfchen zum Beispiel. Ja, wenn so eine Infektion gerade anfangen könnte, das eigene Ich zu bewältigen, dann sind so ein paar Echinacea-Tröpfchen in Urtinktur eine gute Sache, damit das Ego sich nicht irgendwie auf die Couch ablegen muss, sondern eben mit den ganzen Dingen, mit denen es beschäftigt ist, schön weiter beschäftigt sein kann. Ja, auch da finden wir diesen kleinen Hinweis, wo Echinacea eigentlich ziemlich genau diesen Punkt trifft, in dem es auch in diesem seelisch-emotionalen Aspekt geht. In der Homöopathie ist Echinacea, ich denke, mehr verbreitet eigentlich in so Komplexmitteln, ja eben auch für Infektabwehr und nicht so unbedingt als Einzelmittel. Also ich habe das bei mir als Einzelmittel im Set, aber es ist eben nicht die Nummer 1, aber wenn es passt, ist es natürlich eine super Geschichte, aber dafür müssen wir die Dinge eben auch finden. Und da ist dieser emotionale Zustand, dieser Weg, diese Resonanz, angesprochen zu sein, sich angesprochen fühlen, gerade in einem Konflikt, in dem die eigene Ich-Kraft verloren gegangen ist, natürlich nicht so einfach, ja, weil man findet sich ja eigentlich nicht. Ja, und das ist ja eigentlich eine schöne Sache, wenn es vielleicht so über dieses Türchen einer Geschichte, eines Pflänzchens passieren kann, was schafft, die Resonanz herzustellen, dass man denkt, oh, das hat ja vielleicht doch was mit mir zu tun. Weil wenn wir uns gefunden haben, dann können wir uns auch wieder bewegen. Ja, aber in diesem Echinacea-Konflikt ist wirklich alles von einem selbst verteilt und in diesem Verteilten auch noch völlig schwach geworden und ausgebrannt. Also nicht dieser Zustand von, boah, ich mache ganz viel und leiste ganz viel und das ist alles super und schaut mal, was ich hier alles hinkriege. Ja, also da wäre dieses Ich ja noch da, in dem es das viele präsentiert, sondern nee, das Ich rutscht so völlig in diesen Hintergrund und alles andere ist da, nur man selbst eben nicht mehr.
Und selbst dieser Zustand, dass man in den anderen Details verschwindet, mit denen man beschäftigt ist, ist noch gar nicht der Tiefpunkt des eigentlichen Konfliktes, sondern ja, so eine Mitte. Ja, ab da ist es so, dass das Ganze abrutschen kann, dass alle Anliegen von anderen, also mit denen man eigentlich beschäftigt ist, plötzlich richtig Schwäche auslösen. Stellen wir uns das so vor, als würde jede Geschichte, jedes Anliegen, was einem erzählt wird von anderen, ja, da würde man so reinrutschen, fupp, ja, und es ist das eigene. Und da es eben eine ausweglose Geschichte ist, landet man immer in diesem Ausweglosen. Da sitzt gerade ein kleiner Zaunkönig am Fenster. Auch ein kleines Detail, in dem ich mich gerade verliere. Aber er guckt gerade zu und ist echt sehr nett. Wenn wir die Dynamik von Ich in der Zehe im Konflikt verstehen wollen, dann beginnt es quasi, dass man sich anfängt zu verteilen auf eine ungünstige Art und Weise, ja, indem man so verloren geht in diesen vielen, vielen Teilen und dann diese Welt auch noch präsenter und realer ist als man selbst. Also man rutscht rein und dann wird diese Welt noch so viel stärker als man selbst. Also man verliert eigentlich die eigenen Grenzen, die eigene Kontur. Und wenn dann ein Anliegen von außen kommt, dann schwächt es einen sofort. Dann ist das nicht mehr so, oh, dann muss ich mich drum kümmern, das ist ja, ich helfe dir oder so. Das, dazu kommt es dann eigentlich nicht mehr so. Vielleicht macht man es noch, ja. Aber wenn man tiefer hineinguckt, dann ist dieses Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich auch noch. Also ja, also man muss sich dann darum kümmern. Und das Gefühl von Echinacea, also das Kerngefühl ist wirklich, dass man nicht mehr kann. Ja, man ist ausgebrannt. Also ein Zustand, wie wir es zum Beispiel auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion. Ja? Schilddrüse regt den ganzen Stoffwechsel an und das ist ganz agil. Ja? Man kann ganz viel mit diesem ganzen Feuer machen, was da entsteht, aber irgendwann ist die fertig gebrannt, ja? Wenn das so eine Autoimmungeschichte ist und die durchläuft beispielsweise, ja? Dann ist am Ende dieses Feuer einfach zu Ende und dann ist man schwach. Also dann schafft man es nicht mehr irgendwo zuzuhören, sondern dann fällt der Kopf einfach auf den Tisch. Und nicht, weil man sich so viel bewegt hat, sondern weil einfach nichts mehr geht. Ja, das ist eine Erschöpfung, eine Auszehrung, ein Ausgebranntsein. Ja, das ist so die Dynamik in ihrem Endstadium, im Tiefpunkt des Konfliktes. Ja, und die Frage, so was denn deine eigenen Wünsche sind, und wer denn dein Ich ist und so. Ja, da kommt man einfach überhaupt nicht mehr dran. Also diese Grenze, dieses Gefühl für ein Selbst ist futsch. In einem akuten Echinacea-Konflikt kann man wirklich überhaupt nicht rausfinden, worum es da jetzt gerade geht. Das ist viel zu verteilt. Hier geht es wirklich darum, sich einzufangen, sich überhaupt wieder zusammenzusammeln und zu merken, dass man sich verstreut hat. Ja? Also dieses vom, ich bin verstreut und wie, auf welche Art und Weise kriege ich mich wieder zusammen, sollte hier eigentlich das Zentralste sein. Genau dieser Zustand, wenn wir den jetzt mal beim Namen nennen, ja, wie fühlt es sich an, völlig verteilt zu sein, aufgelöst zu sein, in allem anderen keine Konturen mehr zu haben, viel zu schwach zu sein für sich selbst und dann eigentlich auch für jedes Anliegen, was auf einen, also sich an einen selber richtet. Ja, diese Gefühle, die du da jetzt findest, wenn es mit dir resoniert, das sind die eigentlichen, ja, und darum geht es, ja, das ist Echinacea im Kernkonflikt und an dieser Stelle auch wirklich
ernst zu nehmen. Echinacea gehört in meinen Kartensets zum Mikrokosmos, zum weiblichen Ahnenfeld und repräsentiert die eigene Versorgungskraft. Ja? Wenn die eigene Versorgungskraft sich verteilt und verloren geht, ist das ein schwerwiegendes Problem. Und wenn man jetzt diese Karten Echinacea oder auch, was ich gerade online gesetzt hatte, Alchimilla, ja, der Frauenmantel, ja, wenn man die so liest in den ersten Zeilen, ja, dann könnte man sagen, das ist so ähnlich. Ne? Beim Frauenmantel gibt es Mangel an Energie und eine völlige Überforderung, ja, und im Untergrund eine verborgene Wut. Bei Echinacea gibt es Schwäche durch Sorgen und überlastet. Und im Untergrund, da ist keine verborgene Wut, da ist dieses Aufgelöstsein, ja, Verteiltsein, Geschwächtsein. Und das ist ein Unterschied, dass es hier nicht darum geht, an einen Punkt von so einer verborgenen Wut zu kommen und so die Grenzen dadurch sichtbar zu machen. Ja, was es beim Frauenmantelkonflikt durchaus tut, wenn man an diese Wut drankommt, ja, dann formt sich diese Versorgungskraft wieder. Aber hier ist es wirklich so, dass dieses Gefühl, verloren gegangen zu sein, in diesen ganzen kleinen Flocken, ja, wie sammle ich sie wieder zusammen? Das ist das zentrale Element. Ja? Und da kann uns natürlich dieser ganz normale Lebensrhythmus in seinem Verständnis ein bisschen helfen. Wir kommen als feinstoffliche Seele hier auf dieser Welt an, ja? Dringen in die Materie ein und wir bekommen einen Körper, wir erfahren ein Ich. Ja? Dann erwachsen wir und verteilen unser Ich. Ja? Wir versuchen, uns zu teilen und mit dem Außen zu kommunizieren. Ja? Und im Echinacea-Konflikt verteilen wir uns quasi, ja? Im ungünstigen Sinne. Wir verteilen uns zu doll, zu viel, zu unbewusst. Ja? Ja? Und das ist aber eigentlich auf dem Weg eines normalen Zyklus, ja? Dass wir eigentlich weit offen sind. Wir kommen in die Materie und werden dichter. Ja, schlüpfen raus, werden wieder weiter und verteilen uns. Und Echinacea ist an diesem Rand des Verteilens einfach hängen geblieben. Aber es gibt eben so einen Zyklus, wie das Wellen einfach kommen und gehen. Ja, dass wenn alle unsere Zellen einatmen, sie eben sich ausdehnen und danach wieder dicht werden. Und alles, was wir erleben, auch unsere Emotionen, gehören natürlich in dieses Rhythmussystem mit hinein. Ja? Deswegen sind zum Beispiel Klänge, also Musik, also egal, worüber man sich jetzt so angesprochen fühlt, ja, ob durch klassische Musik oder Schlager, um mal so nur zwei Varianten zu nennen, die ein bisschen unterschiedlich sind. Und es ist völlig egal, es geht darum, sich in irgendeiner Art zu finden, ja, ob das jetzt in so einem Herzschlagrhythmus ist oder eben in dem Verstreutsein von Klängen oder einem Wumper-Wumper, ja, das ist völlig egal. Es geht darum, sich hier zu finden und zu begreifen, ach, ich bin gerade auf dem Weg. Ja, ich bin gerade einfach auf dem Weg eines normalen Lebensprozesses. Und da kann man sich tatsächlich einsammeln. Und das kann man einfach zu dem Urtinkturstöffchen oder zum Homöopathikum. Also ich glaube, dass dieses Verstehen des Konfliktes, das ist bei Echinacea wirklich sehr elementar. Und ich denke, man kann auch wirklich verstehen, es geht ja um die eigene Versorgungskraft, dass wenn die wirklich verteilt ist, dass es hier für das eigene Versorgen dann einfach nichts mehr gibt und dass das dann irgendwann
einen echten Mangel und einen wirklichen elementaren Konflikt gibt. Das lässt sich meines Erachtens auch verstehen. Ja, das wollte ich hier zu Echinacea, dem Sonnengut, sagen. Und dann kam doch vorhin dieser kleine Zaunkönig, ja, da am Fensterchen. Ja? Und Zaunkönig ist ja auch so ein, also ein Zaunkönig, also ein König des Zauns. Es geht ja hier um eine Konturlosigkeit bei Echinacea. Ja? Und ein Zaunkönig ist ja, ja, das ist ja eigentlich so ein kleiner Wächter. Und irgendwie ist der jetzt gerade im Video gekommen. Den habe ich euch auch nicht rausgeschnitten oder vorenthalten. Ja, und im Prinzip geht es darum, so ein Wächter für diese eigenen, ja, strahlenden Grenzen zu finden. Und es gibt doch diese kleine Geschichte von dieser Wette, wer näher an die Sonne fliegen kann. Und da ist es ja der kleine Zaunkönig, der schlussendlich gewinnt gegen den Adler. Nicht, weil er höher in die Sonne fliegen kann, sondern weil er sich auf den Adler draufgesetzt hat, also verteilt hat auf etwas anderes und dadurch gewonnen hat, weil er oben drauf saß, eben näher an der Sonne war, obwohl er die Kraft zu dem Fliegen eigentlich gar nicht gehabt hätte. Und ich denke, das ist so ein schönes Sinnbild eigentlich für den Sonnenhut, dieses näher an die Sonne kommen, dass das Verteilen auch eine Qualität sein kann. Ja, deswegen müssen wir trotzdem diese Wege verstehen. Es geht nicht darum, dass man nicht wieder rausgehen kann und das nicht nutzen kann. Aber es ist schön, wenn man es eben mit sich macht und sich auch wieder zusammensammeln kann. Jetzt möchte ich aber nicht vergessen, diesen Weg noch ein kleines bisschen genauer zu erklären. Ja, wenn man sich so verteilt im Außen, ist man nicht einfach irgendwie zu doof, sich selber zusammenzuhalten und eigene Wünsche zu haben. So, sondern es gibt einen Grund. Ja? Und dieser Grund, ohne jetzt im Detail individuell zu wissen, worum es geht, ist es halt so, wenn das eigene Ich einer Situation ausgesetzt ist, die im Außen viel zu doll, zu stark und zu intensiv ist, also sagen wir ein traumatisches Element, ein traumatischer Moment, ja? Ob das jetzt einem selber passiert ist oder der Mutter, oder so ähnlich, ja, das ist egal, weil das sich eben auch manchmal durch die Zeit weiterzieht. Der nimmt aber auf jeden Fall so viel Aufmerksamkeit und so viel Kraft von den eigenen Grenzen, dass dieser Weg, sich da nach außen zu verteilen, ein völlig intelligenter Weg ist, weil man sich dort finden kann. Ja? Man versucht, diese Intensität zu finden. Und die ist eben manchmal in so einem, in diesem Verteilen, ja, da geht es nicht um Wut oder so, sondern einfach ganz um Grenzen verlieren. Ich kann nicht sagen, was für ein Thema dahinter steht, aber dieser Weg zu verstehen, dass man dieser Intensität, diesem Moment und diesem Grenzverlust hinterher wandern muss, um sich selber wieder zu finden und einzusammeln, dass das ein intelligenter Weg ist. Ja? Man macht es nicht, weil man zu dusselig ist, sondern weil man sich dort eigentlich selber sucht. Es gibt Ich-Anteile, die ganz weit ausgelagert sind. Das macht es recht verständlich, sich so zu verstreuen. Das Leben ist rhythmisch organisiert. Auf Ausdehnung folgt Verdichtung. Fühle dich im Zyklus ruhig willkommen.